nur noch so wenig Geld. Wo ist das denn alles geblieben? Berater. Großer Kaiser Augustus, ihr habt mich rufen lassen. Ja, hör mir gut zu. Ich will mehr Länder bauen. Ich brauche mehr Soldaten. Ich will meinen Palast ausbauen lassen. Und einen Umhang will ich auch. Ich brauche Geld. Mehr Geld. Wie bekomme ich mehr Geld? Großer Kaiser Augustus, ich denke schon lange darüber nach, dass wir eine Steuerreform brauchen. Meine Vermutung ist, dass viele Menschen keine Steuern zahlen, obwohl sie welche zahlen müssten. Wir haben keine Übersicht, wie viele Menschen in unseren Provinzen leben, wie viel sie besitzen und wie viel wir ihnen abknöpfen können. Da hast du wohl recht, aber was sollen wir dagegen tun? Wir müssen alle Menschen zählen. Alle Menschen zählen? In meinem ganzen römischen Reich? Dauert das nicht viel zu lange? Ich brauche das Geld jetzt! Großer Kaiser Augustus, wir zählen natürlich nicht die Besitzlosen, die Bettler und die Kranken, sondern nur denen, bei denen etwas zu holen ist. Sie müssen den 10. Teil ihres Besitzes abgeben. Großer Augustus, ihr werdet sehen, schon bald werden die Einnahmen sprudeln. Also gut, reise sofort los und fange an zu zählen. Und vor allem vergesse nicht, schicke mir Geld. Bürger von Nazareth, Bürger von Nazareth, kommt alle her, ich habe eine wichtige Nachricht von Kaiser Augustus. Bürger von Nazareth, hiermit verkünde ich die Anordnung von Kaiser Augustus in Rom. Der Kaiser will sein gesamtes Volk zählen lassen, damit jeder seine Steuern bezahlt. Keiner wird sich verstecken können. Hierfür sollen alle in ihre Heimatstaaten reisen. Dies war der Befehl vom Kaiser in Rom. Ihm ist sofort Folge zum Leisten. Das Holz ist so schwer. Sind wir gleich da? Ja, da vorne ist das Feld. Lass uns schnell Feuer anmachen. Mir ist kalt. Wo ist denn Jakob schon wieder? Ich habe ihn doch gerade noch gesehen. Tut mir leid, hier bin ich ja schon. Hast du an das Brot gedacht? Was hat das Brot gemacht? Ich habe gefragt, ob du an das Brot gedacht hast. Das Brot? Ja, das habe ich eventuell schon unterwegs aufgegessen. War das nicht als Wegzehrung gedacht? Oh, Jakob! Und was sollen wir anderen nun essen? Dann laufen wir einmal zurück zum Wirt nach Bethlehem, aber beeil dich, es wird bald dunkel. Vielen Dank für das gute Essen und den schönen Abend, Shalom. Sehr gerne, ich wünsche Ihnen eine gute Weiterreise. Josef, ist es noch weit nach Bethlehem? Ich kann nicht mehr wendig gehen. Meine Füße schmerzen und mir ist kalt. Ich weiß es nicht, Maria. Es ist so dunkel, dass ich den Weg kaum erkennen kann. Schau, da vorne ist ein Wanderer. Shalom, guter Mann. Könntest du uns den Weg nach Bethlehem zeigen? Natürlich. Bis nach Bethlehem ist es nicht mehr weit. Ihr müsst den Weg weiter folgen und mal geradeaus gehen. Hab vielen Dank. Maria, sieh, dort ist Bethlehem, die Stadt meines Vaters und Großvaters, die Stadt Davids. Wir sind endlich angekommen.
Josef, das freut mich doch. Doch das Kind will auf die Welt kommen, müssen eilig eine Herberge finden. Was wollt ihr denn noch so spät? Verzeiht die späte Störung. Wir suchen ein Zimmer für die Nacht. Wir kommen ganz aus Nazareth und haben einen weiten Weg hinter uns. Wir haben keinen Platz mehr. Der Kaiser lässt die Leute zählen. Wisst ihr das nicht? Bethlehem ist völlig überfüllt. Komm, Maria, dann versuchen wir es dort hinten noch einmal. Guten Abend, wie kann ich euch helfen? Guten Abend, wir suchen eine Herberge für die Nacht. Das tut mir leid, weil uns ist schon alles voll. Bitte helfen Sie uns. Meine Frau Maria ist hochschwanger und braucht dringend einen Platz zum Ausruhen. Im Stall hinter dem Haus ist noch eine kleine Ecke frei. Wenn Sie möchten, können Sie dort übernachten. Das ist sehr freundlich von euch. Vielen Dank. Entschuldigung, noch zwei Decken. Wir müssen mal wieder nach den Schafen sehen. Ach, muss das schon wieder sein? Ich war kurz davor einzuschlafen. Quatsch nicht, wen töten? Vom Schlafen können wir nur träumen. Wir müssen nach den Schafen gucken, bevor der Wolf kommt und sich das Lamm holt. Dann werden wir bald wieder hungern. Du weißt doch, wir sind bettelarm und die Schafe gehören uns auch nicht. Wir müssen sie für die feinen Herrschaften hüten und brauchen den Lohn. Ja, ist ja schon gut, ihr habt ja recht. Warum ist es hier auf einmal so hell? Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch große Freude. Gott hat den Retter für die Menschen geschickt. Heute ist er in Bethlehem geboren worden. So könnt ihr ihn erkennen. Er liegt als Kind in einer Krippe in Windeln gewickelt. Habt ihr das gesehen? Ein echter Engel, hier, bei uns auf dem Feld. Ich habe das Brot. Komm, wir müssen schnell zurück nach Bethlehem. Nach Bethlehem? Nicht schon wieder! Ich erkläre es dir unterwegs. Du willst es nicht glauben, aber uns ist ein Engel erschienen. Ja, danke. Majestät, Majestät. Was gibt's? Wer stört? Ehrwürdiger König Herodes, Gäste aus dem fernen Außenland sind eingetroffen. Sie suchen den König. Na, dann sind Sie hier richtig. Ehrwürdige Majestät, ich glaube, Sie suchen eher einen Jüngeren. Welcher meiner Söhne will mir den Thron streitig machen? Ich meine noch jünger. Du sprichst in Rätseln. Hier gibt es keinen anderen König außer mir und damit basta. Schicke mir die Fremden rein, dann kläre ich das. Majestät König Herodes, darf ich Ihnen die Gäste vorstellen? Seid gegrüßt. Wir grüßen den König Herodes, dem man den Beinamen der Große geschenkt hat. Es freut mich außerordentlich, so hohe Gäste aus der Ferne hier in meinem Palast begrüßen zu dürfen. Insbesondere, wenn es sich um so weise und kluge Leute handelt, wie ihr es seid. Sicher seid ihr gekommen, um mir mit eurer Weisheit zu dienen. Großer König, um es kurz zu machen, wir suchen den neugeborenen König der Juden. Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, den neuen König zu ehren. Und ihr seid ganz sicher, dass ihr nicht mich sucht? Verehrte Majestät, ganz sicher. Na dann rufen wir doch mal einen Experten. Schriftgelehrter.
Ja, Majestät? Weißt du etwas von einem König, Retter oder Friedenskönig, der irgendwann geboren werden soll? Ja, Majestät. Alle Propheten haben von ihm gesprochen. Ist es wahr? Kommt er endlich? Weiß ich nicht. Steht da auch etwas, wo er geboren werden soll? Oh ja, Majestät. In Bethlehem. Aha, interessant. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind. Ach, und eine Bitte hätte ich noch. Wenn ihr es gefunden habt, gebt mir Nachricht. Dann will ich auch hingehen und mich vor ihm niederwerfen. Hab vielen Dank. Wir brechen sofort auf. Was die sich erlauben. Ich bin hier der König. Ich und sonst keiner. Aber die werden mich kennenlernen. Mich, König Herodes, den man nicht umsonst den Großen nennt. Uns ist ein Engel erschienen und hat uns die Geburt des Retters verkündet. Er sagte, wir würden das Kind finden, in einer Krippe in Windeln gewickelt. Ich kann es kaum glauben, dass wir armen Hirten zuerst zum Retter kommen dürfen. Leider haben wir keine großen Geschenke mitgebracht. Seid ihr euch sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, sieh, der Stern steht direkt über dem Stall. Seid gegrüßt, wir sind die Weisen aus dem Morgenland und einem hellen Stern gefolgt, der die Geburt eines großen Königs anzeigt. Wir haben ihn in Palästen gesucht und nun finden wir ihn in einem Stall. Wir sind gekommen, um den neugeborenen König zu ehren und haben ihm Geschenke mitgebracht. Wir bringen Weihrauch, Myrrhe und Gold. Habt vielen Dank. Den König, den ihr gefunden habt, ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes wird in einem Stall geboren, das kann ich ja kaum glauben. Aber es ist wahr, Gott kommt in seinem Sohn zu uns, mitten in unser Leben. Ich bin nur ein armer Hirte, der nichts besitzt, und doch hat Gott seinen Engel gesandt und mir die Geburt des Retters verkündet. Wenn wir nach Hause zurückkehren, werden wir erzählen, was wir gefunden haben. Von einem Gott, der zu den Menschen kommt, weil er will, dass sie zu ihm gehören. Und von der Liebe Gottes zu uns, die wir in seinem Sohn finden können. Ja, erzählt allen von der heiligen Nacht, in der alles anders wurde. Erzählt von der heiligen Nacht, in der Jesus geboren wurde. Jesus ist geboren, in Bethlehem und überall. Das Wunder, das uns menschlich macht, beginnt im armen Stall.